Uns ruhig auf Deutsch. Ja. Also für mich ist, ich finde es sehr schön, dass wir das gemeinsam fahren. Also gemeinsam eben als Freunde zusammen, weil wir entlang der Grenzen mit dem Fahrrad fahren und die Geschichte gemeinsam sozusagen zusammen nochmal uns erarbeiten und gemeinsam lernen und Neues auch lernen und auch uns gemeinsam kennenlernen. Also gemeinsam, ja. Uns sieht man da reingehen mit Pierre auf den Soldatenfriedhof in Hirson. Dort treffen sie verschiedene Vertreter der Kommunen, die diese ganze Veranstaltung auch gesponsert haben. Ihr habt das ja gemerkt, in Hirson sind die ganzen Geschichten, die wir da haben, die sind gerade wie. Also umsonst, die haben da eine Menge investiert und das ist ein Respekt auch gegenüber den Veranstaltern hier aus der Region. Und das finde ich gut, dass wir da auch zwei von uns in den Senden, der Dietmar und der Rainer, die gehen da für uns heute Abend hin. Um wie viel Uhr? Um 19 Uhr. An 19 Uhr. Um 19 Uhr fährt mit Pierre, der kräftige Franzose hier. Und er hat das Auto und nimmt die alle mit. Sehr schön, was da hier stattfindet im Moment. Wir machen eine Friedensfahrt von Spar, wo die oberste Heeresleitung der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg war, entlang der Linie, in der damals auch die deutsche Heeresleitung auf dem Weg nach Compiègne war, um dort die Kapitulation zu unterschreiben. Und wir sind unterwegs mit Belgiern und Franzosen zusammen auf diesem Weg, sind am ersten Tag zusammen von Spa nach Hirson. Hirson ist eine Stadt in Nordfrankreich gefahren, in der Nähe von La Capelle. In La Capelle wurden die Friedensverhandlungen aufgenommen. Dort kam die deutsche Delegation damals an mit der weißen Fahne. Und wir sind hier mit 40 Radfahrern aus Köln, Karlsruhe und aus Charleroi in Belgien und aus der Picardie, aus Soissons-Laon. Das ist ca. 80 Kilometer nordwestlich von Paris. Und wir haben eine sehr gute Gemeinschaft hier zusammen und es macht großen Spaß zu sehen, wie die verschiedenen Nationalitäten miteinander umgehen. Es ist auch sehr interessant, wie wir aufgenommen werden von den Gemeinden, von den Städten, von den Kommunen, wie groß die Wichtigkeit des Ersten Weltkrieges in Frankreich ist. Das ist in Frankreich la Grande Guerre, der große Krieg. Und das ist, hat eine viel höhere Bedeutung als in Deutschland. In Deutschland ist die Bedeutung des Zweiten Weltkrieges mit all seinen Schandtaten viel wichtiger in der Schule und in der historischen Betrachtung. Und der Erste Weltkrieg ist dort nicht so stark im Vordergrund. Bei den Franzosen ist das komplett anders. Da hat ja auch der Krieg zu nahezu 90% auf französischem Gelände stattgefunden. Und die unmöglichen Schlachten, die dort stattfanden mit Millionen von Opfern. Es werden 10 Millionen Menschen sind gestorben im Ersten Weltkrieg. 10 Millionen Soldaten sind gestorben im Ersten Weltkrieg. Eine unvorstellbare große Anzahl, die sich abgeschlachtet haben unter bestialischen Bedingungen. Und wenn man dann mit den Historikern spricht, auch den französischen Historikern, und dann hört, dass es eigentlich nicht um einen Krieg zwischen Nationen ging, sondern eigentlich um einen ökonomischen Krieg, wo es um die Kohle in Nordfrankreich ging, um die Stahlproduktion und all diese Themen, dann wird einem Angst und Bange, wie die Menschen, wie das Volk dort missbraucht wurde und benutzt wurde, um diese Ideen auf eine nationale Ebene runterzubrechen. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir da uns nochmal bewusst werden, was damals passiert ist, was da gelaufen ist, bevor diese Kriege überhaupt ins Laufen kamen. Und die Instrumentalisierung eines Volkes im Namen der Wirtschaft darf es nie wieder geben. Es ist ein gutes Experiment, bitte. Das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung, die wir hier machen. Insbesondere deswegen, weil wir mit drei Nationen gemeinsam ein Ziel verfolgen, nie wieder Krieg. Nur gemeinsam für den Frieden und aus der Vergangenheit lernen für die Zukunft. Und freundlich
Franzose und Deutsch? Die deutsch-französische Freundschaft wird weiterhin aufs Extremste gefördert. Wir trinken zusammen Wein und Bier, essen gemeinsam Baguette und Käse und Wurst und frühstücken die wunderbarsten Croissants am Morgen, haben guten Kaffee und tolle Gespräche. Vielen Dank. Sehr gerne. Mein Name ist Christiane Witte, ich komme aus Wolfhagen. Das liegt in der Mitte Deutschlands und ich bin hier, weil in diesen Tagen der 100. Jahrestag des Ende des Ersten Weltkriegs hier begangen wird. Sehr, sehr festlich, wie immer in Frankreich. Und wir haben eine Städtepartnerschaft mit Ternier, deswegen bin ich auch hier. Ich vertrete unsere Stadt. Es war mir sehr wichtig, hierher zu kommen und diesen Tag mit unseren französischen Freunden zu begehen, weil es einfach ein Anliegen sein sollte, den europäischen Frieden weiterhin zu erhalten. Und das können wir nur, wenn wir alle zusammenarbeiten und uns an solchen Tagen erinnern, denn wir sind mittlerweile sehr bequem geworden in unserem Frieden, weil wir ihn einfach schon so lange genießen dürfen und sollten uns einfach daran erinnern, dass es Zeiten gab, wo diese beiden Länder sich massiv bekriegt haben und wo an eine solche Freundschaft, wie sie heute besteht, überhaupt nicht zu denken war. Es ist eine gute Experience, gute Experience. Es ist eine sehr gute Erfahrung, hierher zu kommen. Ich bin hier sehr freundlich aufgenommen worden und ich habe hier schon seit langen Jahren sehr viele Freunde und es ist für mich jedes Mal eine Freude, hier wieder herzukommen. Danke. Bitte, gerne. 7. Oktober 1918. Wegen der geringen Stärke der Kompanien soll jedes Bataillon künftig nur 3 haben. Die 4. wird aufgeteilt. Dieses Los hat bei uns meine alte Kompanie getroffen, weil sie bei den neulichen Angriffen einfach nicht aus ihren Unterständen herausgekommen ist. Die Stimmung steht auf Frieden um jeden Preis und wird sich wohl auch durch die ungünstigsten Bedingungen nicht mehr aufpeitschen lassen. Die Ansicht ist überall. Jede Stunde kann den Waffenstillstand bringen. Die Bedingungen werden vermutlich furchtbar werden. Entschädigung für alles, aber wir werden jetzt kaum mehr anders können. Weitere Kämpfe und Verluste vor dem Waffenstillstand bleiben unseren Leuten hoffentlich erspart. Verluste so unmittelbar vor dem Frieden für eine verlorene Sache erleiden zu müssen, muss für die Angehörigen furchtbar sein. Es ist auch alles wieder still geworden. 5. November 1918. Morgen Abend kommen wir in Ruhe. Es waren schwere Tage, für mich natürlich weniger als für unsere Leute, die bis aufs Äußerste erschöpft sind. 3 Kompanien meldeten sich in Korpore krank, in mehr oder weniger krasser Form der Unbotmäßigkeit. Die Verluste, die wir in diesen letzten Kriegstagen für nichts erlitten haben, hatten die ausgepumpten alten Leute nervös völlig zum Zusammenbruch gebracht. Thank you.
Il y a 100 ans, on se battait. Oh. Maintenant, on est amis. Il est une Freund. Ja. Si. Merci. Bientôt. Merci, à bientôt. Et bonne chance. Merci.